Hey na, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu Minecraft. Kam so ausdruckslos irgendwie. Zu Minecraft. Zack, das kam weg. So, und hier. Hier kommt dann hier können wir noch mal einen Stamm einsetzen. Ist halt die Frage, wie hoch wollen wir das jetzt bauen? Kann man ja oben vielleicht so eine kleine Kammer reinbauen, ne? Oh shit. Ich meine, oh schade. Keine Ahnung, warum ich mich jetzt entschlossen habe, diesen Weg zu gehen. Das ist natürlich intelligenteste Lösung gerade gewesen. Na doch, ich glaube, so gefällt mir das deutlich besser. Und da oben kann man so eine ganz kleine Kammer reinmachen. Auch mit einem Bett. Und gar nicht mal so schön, wollte ich. Auch true. Aber ich glaube, mir gefällt das dann so besser. So besser. Da könnten wir den Balken. Obwohl, nee, das sieht scheiße aus dann. Und scheiße wollen wir nicht. Scheiße finden wir nicht gut. Scheiße finden wir scheiße. So, jetzt weiß ich aber gar nicht, wir haben die Scheren schon wieder irgendwo hingebracht, wo wir sie nicht brauchen. Da. Schade, dass wir den Teppich nicht wieder zu Wolle machen können. Oder kann man Teppich wieder zu Wolle machen? Ich weiß es gar nicht. Okay, Alter, ich hab grad super Paranoia geschoben. Ah, 14. Wir haben ja mehr weiße Schafe als hellgrau, ne? Glaube ich zumindest. Weil wenn die alle immer nur eine Wolle geben, ist natürlich auch richtig behindert. Okay, schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Ich will ja eh nur noch... Obwohl, wenn ich einen drauf mache, müssen wir innen eigentlich zwei drauf machen. Also ich will außen optisch einen noch drauf haben. Das heißt, wir müssen zwei hochgehen, weil wir das Dach eins tiefer ansetzen dann.
Ich habe gerade überlegt, ob wir da vielleicht ein Fenster reinmachen. Pass mal auf, wir machen einfach hier das komplett anders. Und nutzen hier tatsächlich Fichtenholzbretter. Und setzen dann hier das Dach ran. What the fuck? Es lief unerwartet. Jetzt wird's aber eng, ne? Wir haben kein Dach mehr, kein Zeugs mehr. Holy fuck. Das heißt, wir müssen ein paar Fichten weghauen. Ich hoffe, wir haben noch irgendwo Fichten. Wir haben ja die ganze Zeit immer nur Fichten weggehauen, haben aber gar keine nachgepflanzt, so viel ich weiß. Das könnte uns jetzt teuer zu stehen kommen. Tatsache, ich glaube, wir haben das noch eine Fichte, ne? Da haben wir noch Fichten. Was wäre es jetzt gewesen, Alter? Bauvorhaben gestoppt aufgrund von Fichtenmangel. Bisschen was haben wir doch noch, zum Glück. Ich habe gerade überlegt, wo wir überhaupt Fichten her hatten, aber das haben wir ja. Haben ja quasi hier einen Wald in der Nähe. Was heißt ein Wald, Alter? Eigentlich kein Wald, ne? Wir haben bloß ein paar Fichten da drüben gehabt und die haben wir. Pff, das reicht doch locker, Alter, 46. Und wenn man es jetzt aber so sieht, scheiße, das ist zu hoch, ne? Ne? Weil wenn du das jetzt so siehst, dann denkst du dir, okay. Warum ist das Teil nicht da oben angebracht?
Was eine fucking berechtigte Frage ist. Okay, was mache ich jetzt? Das sieht blöd aus dann, Alter. Okay, wir müssen uns da was Besseres einfallen lassen. Das heißt, wir müssen das Dach da unten hinballern. Ich überlege jetzt, wie wir ein cooles Dach dann bauen können. Dies sind die Probleme, liebe Kinder, wenn ihr im Survival-Modus baut. Weil Minecraft Survival, also das Problem am Überleben, das endet ja ungefähr so nach schätzungsweise einer halben Stunde Minecraft zocken. Ja, danach hast du ein Feld. Oder 10 Minuten eigentlich. Danach hast du ein Feld und dann ist halt nicht mehr. Also der Survival-Aspekt ist dann zumindest, was Essen angeht und so, hast du dann weg. Und außer wenn man halt komplett rumspinnt, hast du auch so die Probleme mit Creepern und so, das hast du ja auch nicht wirklich. So, ich überlege jetzt. So, jetzt mach das mal im Survival-Modus was ausprobieren.
Okay, was will ich hier eigentlich machen? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das hört er von mir oft, dass ich keine Ahnung habe. Okay, so kann man das vielleicht machen. Und dann alles ein Stück runter. Das heißt, die Teile müssen dahin. In der Höhe. Was jetzt in der Höhe? Block tiefer. Ja. Okay, wir gehen erstmal pennen. Und dann verfolge ich mal die Schnapsidee, die ich jetzt schon wieder habe, weiter. Ich weiß, ich laber jetzt ein bisschen weniger. Ist auch keiner zum Labern da. Wir sind ja auch schon wieder seit ein paar Tagen im Livestream mit gar keinen Zuschauern mehr. Aber auch das ist ein Gefühl, das ich mit den Jahren kennengelernt habe. Deswegen, ja. Was soll's. So. Also, wir müssen das auch in die Höhe bringen. Leute, wenn wir damit fertig sind, das könnte echt cool aussehen, könnte auch richtig scheiße aussehen. So. Der ist da. Das heißt, kommt dahin. Übrigens keine Ahnung, wie ich das dann oben zusammenführe. Aber das
So, wie habe ich denn das da gemacht? Endeffekt so wahrscheinlich dann. Ich weiß, Leute, es sieht jetzt super weird aus, aber das wird, wie gesagt, danach. Hoffentlich gut aussehen. Wenn das dann nicht super toll aussieht, dann weiß ich auch nicht, du. Das muss weg. Das muss weg. Ich versuche jetzt natürlich von hier aus. Zu gucken, wie wir da ein Dach reinzimmern können. Da muss auf jeden Fall ein solider rein. Man macht das so zu. Ja, wie gesagt, Survival-Modus, einfach super. Super zum Bauen. So, und dann könnte man das einfach zumachen. Keine Ahnung, ob das gut aussieht. Wir werden es irgendwann erfahren.
Ja, momentan kann ich es echt nicht einschätzen. Momentan kann ich nur sagen, dass ich hier definitiv Dings drin haben will eigentlich. Obwohl mir dann wieder einfällt, dass das hier mit drüben dann scheiße aussieht. Überlege auch, ob wir die untere Treppe einfach weglassen. Dann haben wir nur so einen Halbbogen. Ich glaube, das sieht deutlich geiler aus. Und den dann nach innen fassen. Versteht man überhaupt, was ich sage? Verstehe ich selber, was ich sage? Das ist die ganz andere Frage. Ich lasse mich jetzt davon nicht abhalten. Das hat alles keinen Sinn ergibt, wenn ich es erzähle. Und ziehe das jetzt einfach durch. Und dann werden wir sehen, wer zuletzt lacht. Das Problem ist natürlich, dass ich das so gar nicht machen kann, ne? Okay, von da aus müssen wir dann erstmal gucken, wie wir weiterbauen. Genau, das muss weg. Oh. Das natürlich nicht. Ich hoffe, dass das cool aussieht zum Schluss, Alter. Ihr könnt mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Oder ob ihr meint, das sieht gut aus zum Schluss. Oder ob ihr meint, Alter, das wird wahrscheinlich richtig kacke, Alter. Lese ich mir gerne alles durch. Alle zwei Kommentare und dann... Haha, bisschen Selbstironie muss sein. Das weg. Der weg.
Könnt mir auch gern, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, ob ihr euch überhaupt vorstellen könnt, wie das hier mal zum Schluss aussehen soll. Oder ob man da nicht mal eine Vorstellung von haben kann. Oder ob ihr sagt, Alter, jetzt ist Semi komplett durchgeknallt. Das alles gerne in die Kommentare. So, ich würde sagen, wir gehen rüber zum Haus und gehen mal pennen. Finde es immer schwierig, auf dem Weg zum Haus zu gucken, dass wir nicht in irgendeinen Creeper reinrennen. Also wirklich sehen tue ich hier meistens nichts. Aber es passt schon. Leute, wie es hier weitergeht, das könnt ihr sehen. Und zwar in der nächsten Folge von Minecraft, Alter. Hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye.